Hallo an alle, die auch heute wieder eingeschaltet haben. Das hat gerade überhaupt nicht gepasst. Aber hey, ihr seid zurück. Ich bin zurück. Und wir sind hier in der wundervollen Welt von Windcraft. Wie ihr hier seht, obwohl es nicht mal so deutlich ist, ich bin ja gerade mit meinem Assassin unterwegs. Das hier rechts ist eine Rare High-Level-Waffe. Also das ist der Bull hier in diesem Fall. Und ich bin hier gerade im Time Valley, nur um euch nochmal was zu zeigen, was ich gefunden habe, nachdem es Leute reingeschaltet haben. Und zwar ist da drüben ja Troms, so ungefähr. Da kann man durchs Pikmin Valley ja hier durch. Und da kommt man hier beim Time Valley ja raus. Da ist dieses Questhäuschen für die Aerolia Boots oder so ähnlich. Und ja, hier ist die. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Entweder Door Time oder Door of Time oder wie auch immer. Hoffentlich steht die offen. Aha. Na gut. Dann kann man hier reinspringen und hüpf. Und ja, ich habe Full Life. Und ja, das ist so das, was ich euch zeigen wollte hier noch vor der Folge. Ich habe bisher nur mit dem Warrior gespielt. Also mit dem Warrior und mit dem Assassin. Mit allen anderen noch nicht. Ich habe mir auch noch keine neue Klasse erstellt, was ihr entscheiden könnt. Obwohl es höchstwahrscheinlich wohl der Mage sein wird. Also hat sich das wieder so ein bisschen revidiert. Aber hey, gut. Aber ja, bin ich hier in Nemrakt. Das hat seine Gründe. Wie ihr auch wahrscheinlich hier oben seht. Na, da oben? In den Sternen. Haha, ihr habt schon den Stern abgelesen. Auf jeden Fall bin ich hier in Nemrakt. Und zwar, um euch mein Ziel für diese Folge zu zeigen. Und zwar ist es Levigar. Levigar. Le Villager. Ja, das ist ein Wortspiel zu Villager. Aber ja, jo, heute wollte ich, nachdem ich mich jetzt schon ein bisschen angefreundet habe, in den letzten 2 Tagen, also gestern und heute, was gemacht. Naja gut, ich hab was verpasst. Auf jeden Fall, nachdem ich mich jetzt ein bisschen angefreundet habe, habe ich jetzt vor, endlich nach Gavel zu reisen. Oder zu Gavel zu gehen, ne? Hört sich nicht so gut an. Aber naja, ich kann euch mal erzählen, was ich hier so gestern bis heute gemacht habe. Nein, ich bin doch nicht blöd, Mann. Na gut. Naja. Ja, wenn ich dann nämlich die Rüstung ausziehen würde, würde das Leben erstmal ganz runtergehen, dann würde das Leben wieder hochgehen und dann hätte ich irgendwie immer noch recht zu wenig Leben. Also, das mache ich nicht. Haha. So, auf jeden Fall, ich habe mir Items erfarmt. So ein paar. Ich habe zum Beispiel die Magmatic Plate. Dann zu Data Boot, ja gut. Sind ja noch die alten, da habe ich endlich meine Skyve. Oder ja, meine Skyve. Scythe. Sagen wir Scythe. Das hört sich besser an. Scythe. Ich habe meine Scythe identified. Und ja, das ist eine Normal Attack Speed Waffe. Was eigentlich ganz gut ist. Und die benutze ich jetzt einfach neben meinem Bob's Mythic Spear. Wegen, weil offensichtlich den Punkten, die ich da habe. Ich wechsle auch mal kurz den Speer, weil hier minus 11% Health Regeneration ist. Also, lasse ich das mal. Aber was mir noch auch noch aufgefallen ist, ist, dass mein Bob's Mythic Spear die IDs von, oder zumindest die Gift-ID von dem anderen Ding übernommen hat. Was ein bisschen komisch ist. Aber ja, muss ich mich damit wohl auseinandersetzen können. Gut, was habe ich sonst noch gemacht? Ja, ich habe Items gefarmt, ich habe Sachen identified, paar Sachen gefunden. Wir Sachen angeguckt, festgestellt, dass Monster total schwer zu besiegen ist und dass der Schwächefaktor viel zu hoch ist. Stört mich zwar nicht, aber hey, man kann das nochmal bemerken. Und Side Potions sind zu Potions of Wisdom geworden. Was im Grunde so ein kleiner XP-Trank ist. Für 90 Sekunden, was das einem bringt, weiß ich zwar nicht, aber wahrscheinlich irgendetwas. Ja gut. Ich werde das Teil hier jetzt auch mal rausschneiden, ne? Ihr müsst nicht ansehen, wie ich ungefähr 10 Minuten nur auf dem Ozean herumplemper. So, das war genug von den Spin Doctors. Ja, wir sind wieder zurück. Denke ich zumindest. Zumindest sieht es hier schon mal ein bisschen strandig aus. Deshalb denke ich mal, dass ich fast da bin. Also mache ich erstmal die Musik an.
Warum ich das nicht gemacht habe, weiß ich auch nicht. Aber hey, jetzt ist es wieder an. Und ja, wie lange hat's gedauert? Na, wow. 10 Minuten. Gute Vorhersage, ey. Na gut. Dann folge ich hier mal der Küste. Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Ich war hier noch nie. Vor allem wurde ich hier immer weggesperrt. Also, hey. Ja, dann gucken wir mal. Irgendwo da vorne sollte es sein. Irgendwo hinter all diesen Hügeln. Ich kann natürlich auch in die Hügel rauflaufen. Ich glaube, das mache ich gleich sogar. Oder? Ja? Auf jeden Fall muss ich sagen, dass die Hügel schon mal sehr, sehr gut aussehen. Ja. Und das Land sich dann neu generieren muss. Aber hey, so läuft das. Fotoshooting von nichts. Ja, wo bin ich? Oh, okay, das dauert noch ein bisschen. Ich bin gerade bei den dicht bewachsenen Teilen. Ach, weißt du was? Ich laufe einfach. Ich laufe einfach, das müsste auch gehen. Ja, gut, das müsste gehen. Ich laufe. Dash und... Ja, okay, gut. Dann lass es hochgehen. Und dann gucken wir mal, wie lange es ungefähr dauert. Ich denke nicht, dass das Boot schneller sein wird, weil ich zumal ganz zurückgesetzt werde. Also hoffe ich jetzt mal, dass das hier ein bisschen schneller geht. Und ich auch ein bisschen mehr Kontrolle darüber habe. Ja, hier sehen wir so ein bisschen Gameplay. Währenddessen kann ich ja auch mal über Sachen reden, wie das Let's Play vonstatten gehen soll. Und zwar ist es ja so, dass ich in letzter Zeit ja immer nur Quests gemacht habe. Gäbe es jetzt ja eine ganz neue Region und ich brauche auch Zeit, um mich einzufinden. Wollt ihr das euch ansehen, so dass es dann zu einem richtigen Let's Play wird und nicht nur zu einer, sagen wir mal, Quest-Walkthrough-Serie? Oder wollt ihr weiterhin nur Quests sehen? Weil ich denke persönlich, dass es ein bisschen langweilig sein kann, mir die ganze Zeit nur beim Farmen zuzuschauen oder wie ich verwirrt durch die Gegend laufe. Deshalb, ja, stelle ich euch nochmal diese Frage und ja. Ich glaube, dass ich jetzt auch hier für diese Serie, also es ist immer noch die gleiche Minecraft-Serie, hihi, auch mal so Fragen unten reinmache oder ihr mir Fragen stellen könnt und ich die dann beantworte. Oder ich euch Fragen stelle und ihr die mir beantwortet. Muss ich noch sehen, wie ich das machen will. Aber ja, das können wir auch so machen. Das nur mal so zum organisatorischen Teil. Okay. Ich scheine schon ein bisschen weitergekommen sein. Gekommen zu sein. Hier ist ein Wasserfall. Also, gehen wir mal hoch. Boah, hört ihr das Meer rauschen? Oder, naja, den Wasserfall. Na gut. Dann laufen wir weiter hoch. Ich will nicht unbedingt diese Bucht von oben sehen und nicht irgendwie von unten dagegen laufen. Deshalb mache ich mir jetzt mal die Mühe und laufe mal ein bisschen hoch. Oh, ist es das? Nein, ist es nicht. Und wieder runter mit mir. Die müssen aufpassen, dass ich nicht zu weit nach unten falle, sonst sterbe ich noch. Und das Ganze wäre dann für... Na, die Katz. Welche Katze? Na, keine Ahnung. So, dann laufen wir mal ein bisschen weiter. Ups. Oh, okay. Gut. Dwarf Thief approved. Und dann dashen wir mal rüber. Upsala. Oder, na, es das heißt chargen. Wir chargen rüber. Aber gut, ich glaube, Dash sollte es auch tun. Ja, ich glaube nicht, dass ich mit dem Boot ein bisschen... Okay, mit dem Boot wäre ich wahrscheinlich schneller gewesen, aber ich wäre ganz zurückgesetzt worden. Also wäre das so eine Art Ausgleich, der mich persönlich nicht stört und ich bin schon wieder unten. So, genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich haben wollte. Ah, guck mal, Boote. Ich glaube, wir sind da. Retired Scam Merchant. Ich frage mich, was der hier macht. Das müsste dieser Scam Merchant von der VIP Town, glaube ich, sein. Ja, und seht ihr hier, der ist vergiftet, obwohl hier offensichtlich kein Gift drauf ist. Gift ist hier drauf, aber nicht dort. Ah. Naja, vielleicht kann man damit auch das Spiel ein bisschen außer Gefecht setzen. Ich frage mich auch, es müsste eigentlich noch nicht gehen. Schlag, Wechsel, Schlag. Ah ja, hey, ich kann doppelt schlagen. Oh, Musik fängt an. Dann haben wir Gather Sailors. Ich bin da. Ich bin so halb von oben in die Bucht rangekommen. Ha! Seht ihr hier mein Prachtstück, mein Schiff, die MS Jenny?
ne? Forrest Gump Reference. Dann klettern wir mal hier die Leiter hoch. Scheint hier alles irgendwie recht zugepackt zu sein. Ich sehe überhaupt nichts. Oh, da hätten wir die ankommen sollen. Na, ja, trotzdem, das ist meine MS Jenny. Jenny! Ah, gut. Da haben wir, ups, ein Admiral. Was für eine Quest kann er machen? Gucken wir in unser Buch. Ach, und außerdem, man kann hier jetzt mit der Textur so richtig schöne Cinematics machen. Da steht nichts dran. Tut mir leid. Nö, immer noch nicht. Ha, ihr versteht das schon. Steigen wir auf. Arvis, Hazel, Mallow, Kaysop, Narsi, Referent, Darns, Boa, Annas, Trunan, Lacroix, Kangaroo, Shark, Derek, Duval, Alexander, ja, ihr wisst schon, hier, ja, Licht, Lux, Alexander, Captain Loria, in Sinfra Suburbs, da bin ich noch nicht, Talk to the Guardian of the Forest of the Light, Talk to the Guardian of the Forest in the Light Forge. Okay, requires completion of Taproot. Talk to Amos. To speak to Dawn. Dann könnte ein Kanadier sein. Tamiro. Verdammt nochmal. Okay, muss ich Tamiro wiederfinden. Was ist da hier? Da. Pirates Trove. Demerol. Da haben wir noch Captain Keime, Berter, Senum, Controllant, Dodega, Bandersnoot. Wow, was sind das für Namen? Oh, egal, ich mag dich. Something looks suspicious. Anrod, Lalois, Anderson, Pierre, Janser, okay. Janser, Brickett, Rayland, Caroon, Seiko, Urlock. Keine Ahnung. King Burton, Norston, Dior, Dolem, Brano, Elrond, Adderay Valley, das ist in der Nähe von Sinfras. Ich habe die Karte gerade offen, deshalb weiß ich das. Thanos, Silo, Private Tylus, Legolas, Gurtengreave, Lobo und das war's. Wow, das sind 50 neue Quests. Hier haben wir eine, die fange ich vielleicht demnächst an. Mit Damiral. Vielleicht muss ich die auch schon so machen. Ich weiß es ja nicht. Lass mal nach vorne gehen zum Gavel Gate. Dann gucken wir mal. Wenn das Loch da mal verschwinden würde. Danke. Und das oben spawnen würde. Komm schon. Ja, okay, wird nichts. Ich bin ein bisschen. Na, jetzt bin ich zentriert. So. Ach ja, und ich werde fürs Erste auch keine Intros mehr machen, weil ich nicht so viel von der Gegend weiß und ich nicht weiß, wo ich mich hinstellen soll. Deshalb. In der Entering Leviga. Oh, what happened? Oh, look at that. Epic. Cutscene? Na, das ist keine Cutscene. Ich bin nicht festgesetzt. Okay, gut. Passiert das jetzt jedes Mal, wenn irgendjemand Neues hier hinkommt? Oder so? Aha, das sieht episch aus. Boom! Yeah! Und das ist so ein weißes Ende. Na gut. No entering Leviga. Oh, did the Mr. Bad Luck in Gamer is da? Ich ignoriere ihn mal. Hi. Na gut. Wir sind in Leviga. Wir sind in Gavel. Jetzt bräuchte ich hier so ein, ich habe vergessen, wie es nochmal in Deutsch heißt. So ein Hammer, der einen Richter immer hat. So, jetzt auf sowas, auf so ein Holzteil schlagen. Oh, was ist das? Okay, ich denke mal, dass ich da im P stehe vielleicht. Ja, willst du machen. Oder da hinten ist das Tor. Also bin ich, ne? Nope. Jetzt habe ich hier keinen Schimmer, wo ich bin. Wo bin ich? Hier habe ich ein Levigar. Levigar. Villager. Wow, das sieht riesig aus. Das sieht super aus. Das ist nicht Wind. Eindeutig. Da haben wir Captain Keime.
Also noch ein, den wir die Quest machen können. Sind wir schon aus Levelgar wieder raus? Wirklich? Das war's? Ist das? Das ist Levelgar? Levigar? Levigar? Legario Liviosa? Ach, keine Ahnung. Orc Sentinel. Geben noch nicht so viel XP. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie nicht auf meinem Level sind, aber hey. Das ist Gavel. Ich werde wohl in den nächsten Parts wohl deutlich mehr hiervon sehen. Orc Skirmisher. Wenn ich wissen würde, was ein Skirmisher ist, wird das wahrscheinlich mir deutlich helfen. Oh, wow, 117 XP. Wow. Oh, guck mal, eine Höhle. Lass uns da hingehen. Und ich kämpfe lieber mit der Skyve. Die macht zwar weniger Schaden, schlägt aber schneller. So, ein kleines bisschen. Eine Höhle! Yeah! Was ist hier dran? Ist das so wie die wie der Pigment Cave? Oh, hier sind Cave Trolls. Troll. Was ist das? Ah, das sind auch so Klauen oder so, ne? Ich glaube, das sind irgendwie Klauen oder so. Noch ein Cave Troll. Wenn die mir natürlich mal XP geben würden. Naja, gut. Ja, ich denke mal, dass ihr hier so mal ein bisschen besser über Gavel Bescheid wisst. Was würdet ihr mir empfehlen, jetzt zu tun? Ich könnte natürlich in den Dark Forest gehen, zur Stadt irgendwie oh irgendwas. Ich habe ja nicht gemerkt, wie die heißt und ich bin gerade zu faul, einmal hier aus dem Fenster rauszuklicken, um die Karte mir anzugucken. Weil ich die auch gerade offen habe. Ich sehe die so halb. Ich sehe Aldrey Village und Pre-Light Forest und Levigar. Na gut. Oh, Big Boss, Elak. Ah, ich hab einen Kopf. Yes! Wow. Ich hab das Lied als Datei auf meinem PC. Das heißt Gavel's Journey. Oder nein, nicht Gavel's Journey, Gavel Journey. Ah. Oh Gott, was sind das? Troll Hair. Okay. Dann haben wir Elak's Head. Lass mich raten. Elak's Head ist ein Quest-Item. Also, ich habe einen. Mit wem muss ich jetzt reden? Ja. Gucken wir uns aber ein bisschen um. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Was haben wir da oben? Goblin Warriors. Hier haben wir, Sweet Fairy. Jetzt kommt noch irgendwas und dann kommt irgendwann New York. Oder in diesem Fall Levigar. Frank Sinatra. Was ist denn das? Goblin Thief. Brauche ich wahrscheinlich für irgendwas, aber jetzt im Moment noch nicht. Weil ich nicht weiß, wofür. Also, eh. Fairies. Ha, die machen so ein super Geräusch, wenn die Schaden nehmen. Na gut. Auf jeden habe ich noch so viele Quests zu erledigen, dass ich die wohl bald machen werde. Um mal so ein bisschen mehr von der Gegend hier zu sehen. Oder ich kann natürlich erstmal auf Besichtigungstour gehen mit Levigar, was offensichtlich nur mit Emerald-Blöcken und Quarz gebaut wurde. So, egal. Ich weiß irgendwie, dass die Bank auf der Seite ist. Nein, die Bank ist angeblich da vorne. Ha, die Karte ist ein bisschen missführend. Ja, das Kayo, der ist schon ein bisschen länger hier auf dem Server. Ich könnte gleich mal auf Server 28 gehen und ihn überraschen, ne? Jawohl, das geht schlecht, weil wir uns gegenseitig in der Freundesliste haben. So. Und das ist nicht das, was ich machen wollte. Ja, hey! Komm schon! Schick mich denn nicht ab! Jetzt gibt's Beef! Nein, ich kann nicht kochen. Es gibt jetzt irgendwie anderes Beef. So schlechtes Beef. Was gibt es? Und ich lagge. Und alles. Wow! Ist aber 28, ey? Komm schon, schick mich rein! Scotty, beam mich rein! Eigentlich hoch. Was auch immer. Na gut, wie lange habe ich schon aufgenommen? Eine halbe Stunde. Minus 10 Minuten. Ich habe ungefähr 20 Minuten aufgenommen. Pi mal Daumen. Komm schon! Yep, ich glaube, mein Minecraft ist abgeschmiert. Oh nein, doch nicht. Ah, cool. Immer schön, das zu hören. So ein
Geräusch von klackenden Knöcheln. Ah. Nein, ich bin schon wieder am Boden. Ah, da bin ich. Nein, ah, okay, das wird nichts mehr. Warte, doch. Ne, ich lege. Ich lege. Perfekt. Danke, Pferd. Thank you for being a friend. Und ich kann nicht singen. Stimme weg. Na gut. Wow. Ich benutze die Waffe gerade. Wow. Das ist Leviger, Citizens. Und noch eine E-Mail bekommen. Wer auch immer die geschrieben hat. Na gut, du hast ein Video. Oh, ich wusste gar nicht, dass es hier oben noch was gibt. Ich dachte, es wären irgendwie nur die Figuren und das war's, aber... Hey, anscheinend gibt's was. Oh, Item-Buyer, Item-Buyer, hui, hui, hui. Und, ich hab grad irgendwie Emerald Trader gelesen, so... Trader... Na gut. Dann haben wir Elux Head und dann verkaufen wir mal Pure Granite. Granite, Shit. Gut. Cookie da, ich bin in der Bank. Yo! Hallo, habt ihr mich schon vermisst? Offensichtlich nicht, aber hey. Nur das ist meine volle Bank. Wenn ihr irgendwas haben wollt, sagt Bescheid. Ich hab zu viel. Aber wir müssen erstmal wissen, was da drin ist, aber gut. Ja, ich glaube, das ist auch ein angemessener Punkt, um die Folge zu beenden. Da, wow. Also, Gavel sieht zwar richtig gut. Es ist hell. Sehr hell. Zumindest Leviger, sehr hell. Die Gegend sah auch nicht so düster aus wie in Wind oder so. Das ist eine Charakteristik aber auch. Aber ich bin gespannt, was ich hier noch machen kann. Ich bin auch interessiert daran, eure Meinung zu hören. Ja, die Frage, die ich vorhin gestellt habe, wenn ihr die vergessen habt, die müsst irgendwo bei 5 oder 6 Minuten herum sein. Ja, und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Beim Erkunden von Gavin. Oh. Oh. Ja, okay, das habe ich überhaupt nicht gesehen, dass da so Wege sind. Das ist wohl der Boxenstopp-Streifen und dann geht's hier so rum, ne? Ja, egal. Dann, ja, wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr hier mal auf dem Kanal ein bisschen herumschauen. Wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, schaut mal auf meinem zweiten Kanal vorbei. Da spiele ich andere Spiele, die nicht Minecraft offensichtlich sind. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut und cheerio! Check, check, okay, das soll genug sein. 3 und 2 und 1 und 3 und hallo an alle, die auch heute wieder eingeschaltet haben.